Eurobike Tag 3. Es regnet draußen wie Sau, aber heute machen wir uns einen richtig gemütlichen Tag in den Messehallen. Oh mein Gott, ich glaube, ich bleib sitzen. Guck mal, ein 80 Gramm schwerer Schlauch und auch noch ein bisschen Orange. Hallo Benny, kann ich dir helfen? Hallo Christian, sehr gerne. Gerne. Wir machen den Fahrradschlauch aus einem neuen Material mit einem angepassten Produktionstechnologie. Unser Produkt ist um 65% leichter als ein klassischer Fahrradschlauch, wiegt 85 Gramm. Und im Nadeldurchschichttest haben wir die doppelte Robustheit als ein klassisches Butylprodukt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Schlauch zu machen? Ja, wir haben bisher Lautsprecher für Mobiltelefone entwickelt. Ja? Und die müssen auch die Membranen leicht und robust sein. Seid ihr selber Radfahrer? Genau, oder? Wir sind selber Radfahrer, haben die ganzen Innovationen der letzten Jahre gesehen im Fahrrad, vom Rahmen in Tollen, wie sich das verändert hat. Ja? Und da haben wir gesagt, wow, der Fahrradschlauch wird noch so gefertigt wie fast vor 100 Jahren. Da gehört jetzt eine Innovation rein. Und ja, wir haben uns vor einem Jahr selbstständig gemacht und fokussieren uns jetzt nur auf den Fahrradschlauch und möchten der innovativste Fahrradschlauchhersteller sein. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke, vielen Dank. Ich bin gerade den neuen Ergon-Sattel gefahren. Der ist echt sackbequem. Und jetzt gehen wir mal zu Ergon und lassen uns die Technik dahinter erzählen. Hey Chris. Hi Benny. Erzähl uns mal was zu eurem neuen Sattel. Das ist der Ergon Core-Sattel. Das ist der erste Sattel mit Twin-Shell-Konzept. Das heißt, der Sattel folgt der Hüftbewegung. Die Oberschale ist flexibel abgestimmt und durch den ergonomischen Kern getrennt. So ist die Hüfte, die sich ähnlich wie beim Laufen, die einmal mitbewegt, kann der Sattel das ausgleichen. Gleichzeitig bietet der Core auch eine Stoßabsorption. Der Sattel gibt es für Herren und für Damen und in zwei Größen wie alle unsere Ergon-Sättel. Cool. Meinst du, ich darf den mitnehmen und mal testen? Auf jeden Fall. Probieren aus. Vielen Dank. Gerne. So, Hope. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Mein absolutes Messe-Highlight ist der Hope-eigene Rahmen. Und den würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Und da ist er auch schon. Und gefällt mir ganz gut. Hauptrahmen ist aus Carbon. Hinterbau ist komplett aus Alu. Umlenkhebel auch. Also ich finde, es sieht sehr geil aus. Mir gefällt halt die Carbon-Optik. Das heißt, nicht einfach grün drüber lackiert oder grau drüber lackiert. Und vor allem, was ich halt auch gut finde, ist, dass du mal ein Rad hast, wo halt die Bauteile wirklich offensichtlich von einem Hersteller sind. Das heißt, du hast einen Hope-Rahmen, du hast eine Hope-Bremse, du hast einen Hope-Lenker, du hast einen Hope-Vorbau, du hast eine Hope-Kurbel, du hast Hope-Pedalen, du hast Hope-Laufräder. Also es ist wirklich mal ein Bike, wirklich ein kompletter Ansatz, abgesehen von Schaltung und Fahrwerk. Was mir hieran gut gefällt ist, also für mich persönlich, dass der Hinterbau aus Alu gefertigt ist. Weil da gibt es ja immer, wenn bei Carbon irgendwelche Diskussionen immer aufkommen, die ich so mitbekomme. Es wird nie über den Hauptrahmen diskutiert. Es wird immer nur gesagt, welche Parts am Hinterbau vielleicht nicht so für Carbon geeignet sind. Ich mache mir mal schlau, wie die Specs von dem Rad sind. So, jetzt habe ich auch die Specs. 160 mm, 14,5 Kilo. Dann haben wir einen Reach in L von 438,6. Wir haben einen Lenkwinkel von 65,5 Grad. Was das Rad interessant macht, ist, Sie haben hier am Hinterrad den Boost, also den Boost-Ansatz in 130 mm gepresst. Also Rennradstandard, sehr schmal. Und Sie haben hier hinten eine eigene Bremssattelaufnahme gemacht, weil Sie weg wollten von den klassischen Adaptern, weil Sie sagen, dass die Optik des Adapters weniger cool war. Was ich so rausgehört habe, was Ihnen auf jeden Fall wichtig ist, es geht jetzt nicht darum, wieder einen neuen Standard zu machen. Sie wollten ein cooles Bike bauen, mit den Vorteilen am Hinterrad den Boost mit sich bringt, aber einfach auf eine schmalere Narbe, weil unter anderem, weil Sie sagen, was bringt es mir, wenn ich einen breiteren Hinterbau habe und dann aber ständig mit den Füßen dann zum Beispiel hier hinten an den Hinterbau komme, was absolut keinen Vorteil bringt.
Sehr schönes Rad, gefällt mir sehr gut. Das war die Eurobike 2017, ging wieder mega schnell vorbei. Wir haben viele nette Leute kennengelernt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an unseren Clips. Und wir sehen uns nächstes Jahr zur Eurobike 2018 Anfang Juni wieder. Ready? Yeah. Let's go! Nee, du musst nicht wegfahren. Nein, du musst...